Du hast mir gesagt, ihr lebt im Paradies, aber so, jetzt verstehe ich das auch. Vor 8 Jahren war ich mit meinem Freund Cheng auf Longboard-Tour quer durch Deutschland. Mittlerweile ist er ausgewandert nach Indonesien, ans andere Ende der Welt. Und wegen dem Job war ich endlich jetzt mal hier, also zumindest in der Hauptstadt Jakarta. 34 Millionen Einwohner, 34 Grad Lufttemperatur gerade und am Rande dieser riesigen Stadt ein Mangrovenwald. Und die sind wichtig gegen den Klimawandel, denn solche Mangroven können extrem gut CO2 speichern. Tatsächlich 3 bis 5 Mal so gut wie ein tropischer Regenwald an Land. Regen scheint irgendwie ein Ding zu sein hier. Also ein kleiner Schauer war ja angekündigt, aber wer hätte damit rechnen können, dass das hier am Ende so aussieht? Eigentlich sind wir nämlich hingefahren, um euch ein bisschen was über die Mangroven zu erzählen und zu zeigen. Wachsen tun die in allen möglichen tropischen Zonen auf der Welt, aber hier in Indonesien ist tatsächlich der größte Bestand an Mangrovenwäldern. Und was sie so besonders macht, die leben nicht im Land, aber auch nicht im Wasser, sondern Gewitter stört die sowieso mal nicht, sondern die leben so halb-halb und die werden auch immer wieder von Salzwasser überschwemmt. Also eine sehr besondere Art, dass sie hier überleben. Und das, was so eine heimische Buche bei uns in Europa in 240 Jahren an CO2 speichert, machen die einfach mal in 10 Jahren. Aus dem Kajak jetzt hier an den Ort, wo neue Mangroven angepflanzt werden. Und so sehen hier die Setzlinge aus den Mangroven. So klein. Aber in 10, 15 Jahren wachsen die dann eben heran zu solchen großen Bäumen. Also während die Sonne untergeht, pflanzen wir gerade noch die letzte Mangrove ein. Last one. Die hier so ein bisschen symbolisch stehen soll für Run Racing. Von da aus war es noch ein 2-Stunden-Flug. Nach Lombok. Auf dieser Insel hier lebt er. Und seitdem er selbst die eigenen Pläne hatte zum Auswandern, hat er immer wieder versucht, mich zu überzeugen, ob das nicht auch was für mich wäre, hierhin auszuwandern. Jetzt schaffe ich zumindest mal ihn zu besuchen, um mir das Ganze anzuschauen. Mal gucken, wie das alles wird. Hallo. Das ist krass, gerade eben waren noch richtig gute Straßen. Und jetzt sieht man, hier werden hier auch gerade erst gebaut. Also Lombok ist wirklich, es entwickelt sich gerade erst, aber es entwickelt sich schnell. Rahim besteht darauf, dass er meinen Koffer hier tragen kann. Thank you very much, Rahim. Ja. Und Cheng hat mir gesagt, er lebt hier im Paradies. Es ist wirklich, this looks like a movie. Ja. This is, wow. Das hier ist das Haus, was sie sich gebaut haben. Also Cheng, Sabrina und ihr Kind Mila. Also Mila hat wahrscheinlich jetzt nicht mitgebaut, aber sie wächst einfach hier auf. Hey, das wird ja immer krasser. Hello. Alles gut. Was geht? Wie geht's? Boah, richtig lange. Hallöchen. Herzlich willkommen. Dankeschön. So krass hier aus. Du hast mir gesagt, ihr lebt im Paradies, aber so, jetzt verstehe ich das auch. Ja, es ist wundervoll. Am Anfang haben wir uns gefragt, könnte es sein, dass du irgendwann aufwachst und nicht mehr auf diese wunderschöne Aussicht schaust und denkst, so, okay, das ist was Besonderes. Natürlich wird es mehr Routine, aber trotz alledem, du findest dich immer mal wieder, wo du dann hier so stehst, einfach nur tief durchatmest und genießt, weil das ist wirklich die Definition von Paradies hier. Das ist wunderschön. Okay, ich versuche euch jetzt mal einen kleinen Überblick zu geben, wo wir uns überhaupt hier befinden. Also inklusive einer kleinen Villa-Tour, aber auch, wo genau sind wir hier? Also das hier ist Tampa Hills, also dieses Gebiet hier, in dem neben der Villa Chibo noch viele andere Häuser entstehen sollen. Das Ganze ist auf der Insel Lombok, eine Nachbarinsel von Bali, die in Indonesien liegt. Was so ziemlich am anderen Ende der Welt, so ein bisschen nördlich von Australien liegt. Mit dem Flugzeug musst du mehrfach umsteigen und brauchst 24 Stunden, bis du dann mal hier bist. Aber wenn du hier bist, dann ist es eben das Paradies mit dieser Bucht, die du eben hier von den Tampa Hills aussiehst. Und mit diesem Traumhaus, was sich Cheng, Sabibo und Mila hier gebaut haben. Ich mache eine kleine Rundführung. Es gibt 2 Geschosse, die bewohnt werden. Das hier ist das obere Geschoss und hier direkt das Outdoor-Badezimmer. Ganz bewusst hat mir Sabibo gesagt, ist hier am Waschtisch kein Spiegel, sondern wenn man morgens aufsteht und sich hier die Zähne putzt oder so, dann schaust du eben raus aufs Meer und nicht irgendwie in den Spiegel und siehst dein eigenes verschlafenes Gesicht, sondern so fürs richtige Mindset, nee, du guckst raus und siehst das Nice da draußen. Es ist wirklich eine der krassesten Sachen überhaupt, bei solch einem Ausblick Zähne zu putzen.
Weil beim Zähneputzen fokussierst du dich auf nichts anderes als auf Zähneputzen und hast einfach mal Zeit, mit deinen Augen mal ganz entspannt zu gucken. Oder ein paar Schritte zurück, ne? Unter der Dusche hier. Ich war ja letztens so begeistert von der Flughafendusche, aber hier duschst du auch mit Blick raus auf das Meer. Ich glaube, das kann ich auch so ein bisschen fortführen. Egal welche Sache hier. Selbst aus ihrem Bett hast du einen Ausblick raus aufs Meer. Weil all diese Elemente hier kannst du einfach verschieben. Und dadurch die Zimmer, die eigentlich drin sind, sind dann gleichzeitig draußen. Das ist halt so ein indonesischer Stil. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber schau dich diesen riesigen Spiegel an. Und auch da im Hintergrund hast du das Meer. Dann haben sie oben ihren eigenen Couchbereich nochmal mit Fernseher und Milas Ecke, also hier schläft Mila, auch sehr, sehr cooles Kinderbett, mit einem eigenen Bällebad hier am Start. Da kann man sogar Buchstaben lernen, mit mehr Blick. Ganz ehrlich, das ist schon ein absolutes Traumhaus, was sie sich hier hingebaut haben. Alleine schon dieses Obergeschoss, ja, dass du hier schläfst, hier auch was, hier schlafen gehst und immer den Blick hast. Und selbst hier draußen ist nochmal ein schönes Bett. Ein bisschen hier zum Beispiel in der Sonne zu liegen und das Leben zu genießen. Also ich meine, die arbeiten ja noch, die beiden. Und sie nehmen bei ein Kind auf, aber das machen sie halt nicht von irgendwo, sondern aus dem Paradies. Das ist schon was sehr Besonderes. Naja, schauen wir mal die weiteren Etagen an. Also es gibt zwei bewohnte, aber es gibt auch noch eine oben. Denn hier sind zwar keine Zimmer, aber ein perfekter Yoga-Spot, wo du wirklich hier einmal einen 360-Grad-Blick ins Valley zum Strand. Und ich schätze auch mal beim Sonnenaufgang da hinten hier sehr, sehr geilen Vibe hast. Alle Etagen sind übrigens auch nur draußen mit Treppen verbunden. Also es gibt hier keine Treppen im Haus. Das ist irgendwie auch so ein indonesisches Ding. Kann man sich als Deutscher kaum vorstellen, aber wegen dem Klima macht das irgendwie Sinn oder ist zumindest normal. Schaut euch alleine diese Tür an, wie groß die ist. Komplett hoch bis zur Decke. Also einmal im Schnelldurchlauf. Das hier ist die Küche, die sich fortsetzt mit praktisch dem Esszimmer und dem Wohnzimmer. Das alles kann man nachts oder auch tagsüber, wenn man will, mit diesen Elementen hier komplett zumachen. Also die fahren dann hier in dieser Schiene einmal entlang und auch da hinten, dann ist alles zu. Aber tagsüber, das ist eben das Nice, hast du hier ein offenes Draußenwohnzimmer, was bis an den Pool rangeht und natürlich, egal von wo du bist, den Blick hier ermöglicht. Ich sag, weiß ich, diese ganze Haustour besteht nur raus, hier kann man das machen mit mehr Blick, hier kann man das machen mit mehr Blick, hier kann man das, alles kannst du mit mehr Blick machen. Du kannst sogar hast du auch Wäsche aufhängen. Klo mit mehr Blick, ja. Wenn man die Tür offen lässt. Oben, Master Bedroom, Tür auf und dann kannst du richtig beim Druck ablassen aufs Meer. Das habe ich tatsächlich noch nicht gezeigt, aber ich glaube, das kann sich jetzt jeder vorstellen. Jeder weiß, wie man Druck ablässt. Aber ja, du kannst sogar hier Wäsche aufhängen. Hier ist sogar mein Shirt. Ja, moin. Wäsche aufhängen mit mehr Blick. So. Wo geht das? Und in die Wäsche hier wachsen die eigenen Bananen an. Und dann hier unten hat Mila auch noch ihren eigenen Bereich. Ist ein bisschen versteckt, ne? Ist eher was für kleinere Menschen, aber so soll es ja auch sein. Denn hier hat Mila ihr eigenes kleines Häuschen, wo sie spielen kann, wo sie auch noch ein Trampolin daneben hat und eine kleine eigene Outdoor-Kinderküche. Und wer hätte es gedacht, auch von hier aus überall mehr. Aber Highlight für mich auf jeden Fall dieser Infinity Pool. Nicht nur, dass er direkt am Wohnzimmer dran ist, sondern dass halt auch wirklich, seht ihr, dass der geht wirklich, ist wirklich Infinity. Der geht über ihm das Meer da hinten. Extrem cool. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die drei Gästezimmer. Gästezimmer 1, hier werden derzeit auch Massagen gegeben. Gästezimmer 2, beziehungsweise derzeit Shanks Arbeitszimmer. Zeitverschwendung, scheiße. Hier unten gibt es auch noch einen Outdoor-Bereich. Mit Outdoor-Shower und weiteren Lounge-Möglichkeiten. Und hier ist das dritte Gästezimmer, das ist mein Zimmer. Das habe ich vorhin schon beim ersten Mal mit Cheng gefilmt. Oh mein Gott, ich bin gerade mein Zimmer jetzt. Was? Wenn man sich so das krasseste Hotelzimmer, was man für einen Urlaub buchen kann, sich vorstellt, ja? Dann ist das hier nochmal mal 10.000. Was? Ja. Einfach eine Hängematte? Da kann man sich reinlegen? Kann sich reinlegen, ja. Einfach hier liegen und rausgucken auf diese Bucht. Das ist schön, ne? Lässt sich aushalten hier. Das ist krank. Ja, hier hast du Blick auf unseren eigenen Garten. Du hast hier Avocados vor der Haustür, Granatäpfel. Dann haben wir da noch Chilis und Guave. Und direkt auch noch Essen bekommen. Schaut euch mal den Burger hier an. Also das sieht wirklich, das sieht so krass aus. Was es ist? Das ist einfach aus eurer Küche hier. Eigene das ist, Kuh. Das ist wirklich, das Paradies ist nicht nur der Ausblick nach da hinten. Sondern dass sie hier euren eigenen Sternekoch praktisch da vorne stehen hat. Sugar. Sugar. Also Sugar breitet hier eure... Sugar. Ja. Also Sugar bereitet euch da... Also was? Wirklich, Sugar, I have to say, the presentation alone, so good. So good, thank you. Willkommen. Danke. Wahnsinn. Und jetzt kommt der Nachtisch an, Leute. Cheng hat mich gerade gefragt, wie denn mein First-Class-Flug hierhin war.
Also ich muss sagen, das Essen war auf jeden Fall nicht so gut wie das hier. Das ist ja Wahnsinn. Du fliegst wie das alleine so aussieht hier so. Schau dir mal die Gabel an mit der Palme oben drauf. Das ist wirklich, als ob du in einem richtigen Spezialitätenrestaurant bist. Ja, das bist du auch. Villa Chivo. Und damit guten Morgen, Leute, aus dem Paradies. Es ist der erste Tag, erste Nacht ist vorbei und ich wach so auf. Was ist das? Wenn ihr mehr Vlogs von hier sehen wollt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare rein oder checkt einfach den Kanal von Sabrina und Cheng aus. Chivo heißt, der Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich gehe jetzt erstmal surfen.